Und das Wichtigste ist doch das Logo oder Symbol der Legend of Zelda-Reihe. In der Mitte ist Triforce. Es besteht aus drei Teilen, das sind Dreiecken. Und jedes Teil steht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Jedes Teil steht für eine Kraft sozusagen. Das eine steht für Kraft, das eine für Weisheit und das dritte für Mut. Ich habe auch selber gekämpft. Weil die sollen mir halt Weisheit, Mut und Kraft verleihen. Und jeder der drei besitzt ein Fragment. Zelda, Weisheit, Ganondorf die Kraft und Link den Mut. Schieß los. Wie viele Spiele gibt es eigentlich von Mario? Von Mario? Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Über 200 Spiele. Erstmal zum Vergleich: Zelda hat 19. Zelda hat nur 19 Spiele. Aber die Mario-Spiele haben sich über. Alle Mario-Spiele haben sich über 300 Millionen Mal verkauft. Die Zelda-Spiele sind nur 19 und haben sich 60 Millionen. Also, nee, aber es liegt auch daran, dass Zelda als das Highlight bei Nintendo. Also da wird immer sehr viel Liebe reingestellt, ob es bei der Musik ist oder der Geschichte. Eher was für Eltern sozusagen, also so ab 12 eher. Ich meine, es steht auf der Verpackung zwar immer 4 oder 6, aber meine persönliche Empfehlung bei Zelda ist, dass man das erst ein bisschen später spielt, weil es ist auch ein bisschen fordernd mit Rätseln, dass man das alles so versteht. Aber könnt ihr auch gerne schon vorher spielen. Genau. Weil auch, genau, gut, dass du sagst. 1900. Gleich. 1998 kam Ocarina of Time raus, der schon auf Zelda Ocarina of Time. Und das ist bis heute, seit 1998, das bestbewerteste Videospiel aller Zeiten. Von allen, ob das Nintendo ist oder PlayStation, Xbox, das bestbewerteste Videospiel ist Legend of Zelda Ocarina of Time. Mit 99% von mehreren Kritikern und was alles von Spielern. Hat auch eigentlich fast perfekt. Tja, ich stehe vor dem Video. Oder haben wir noch eine dritte?